Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich würde schon sagen, Minecraft Sky Factory 4. Mit mir, euer Valyria und dem Opa. Moin, moin. Ich mache uns hier gerade was zu essen. Habe ich schon mal in den Ofen reingeschmissen. Also, ihr habt nichts verpasst, keine Sorge. Ihr Opa. Burlington. Was ist denn das da? Dirt Acorn Roasted. Aha. Bringt natürlich nicht viel. Ich habe immer noch 500 Kohlen. So, brauchst du den Ofen gerade? Wieso brauchst du den? Ich kann noch einen machen. Ja, aber dafür brauche ich immer noch Petrified Risen für Stein. Oh, wunderbar. Hey, ich kann einen normalen Ofen machen. Ja, möchtest du dann wahrscheinlich erstmal so einen Bonsai? Wir brauchen mal ein paar Bonsai-Dinger. Ja, die mache ich auch. Ey, wieso kann ich jetzt den Saftsack nicht mehr ernten? Ach, okay. Dann wir mal erstmal 32 Stück durch. Fast für uns, also fast würde ich nicht unbedingt. Genauso schnell. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwendung war, dass... Achso, du machst auch gerade eine Ziegel. Ach, gerade das gleiche. Oh, okay. Ach, ja, schön. Ja, ich mache jetzt erstmal jede Menge von diesen Dingern. Ja. Hast du Dirt? Wie gesagt, alles, was ich habe, ist in der Kiste. Ach ja, ich hatte auch welche angefertigt, stimmt. Oh, ich muss mal ein Inventar leer machen. So, machen wir noch einen. Ach ja, was die Zuschauer nicht wissen, was wir vorhin besprochen haben. Und zwar, wir versuchen am Anfang 10 Bonsai mit Dirt, 10 Bonsai mit Petrified und 10 Bonsai mit Day. Ja, genau. Vor allem hier hinten, das Gebiet ist frei, weil wir pflanzen keine klassischen Bäume mehr an, wir machen jetzt alles Bonsai. Nur Opa, die dürfte eines klar sein, hier bei der Bonsai-Ernte kommt weniger raus, ne? Das ist mir egal, aber es geht halt schneller. Du musst halt nicht die ganze Zeit kloppen, sondern kannst dich daneben stellen und gehst einfach in der Reihe ratter, und bist durch. So, eine zweite Bonsai wächst. Machen wir noch einen Bonsai. Es lebe die Bonsai. Ja, mach jetzt aber mal erstmal zwei Clay und zwei Petrified, genau. Er musste aber immer eine Axt in der Hand haben, ne? Muss sie mit der Axt ernten, das ist richtig. Ja, ich habe nur einen Petrified. Pflanzt mal hier in den letzten beiden Plöppen zwei Petrified rein. Was für ein Dings? Mit was? Der Sibling, ganz normal. Hab ich nicht. Alles in der Kiste. Ich habe alles, was ich habe, ist in der Kiste. Ah, ich sehe es gerade. Das sind jetzt auch alles hier Petrified. Sehr gut. Die müssen auf Leaves stehen oder was? Auf was? Müssen die auf Blätter stehen? Nö, habe ich nur aus Dekorationszwecken dahin gemacht. Okay, dann. Ja. Machst du dann gleich weiter? Ja, ich baue gerade weitere Bonsais. Und ich gehe gleich noch einen Schritt weiter. Ich mache gleich die nächsten Saplings. Also die Sorte, die nächste Sorte. Mach das. Ich werde mich hier fleißig hinstellen und ernten. So, die hintere mache ich jetzt. Haben wir einfach durcheinander jetzt gewürfelt? Die kannst du ja wieder abbauen, ne? Ja, dann kriegst du die auch wieder. Weißt du, ich mache noch eine weitere Reihe, passt schon. Aber kommen denn da, können wir Saplings craften?
Wie meinst du mit Saplings craften? Die kriegst du nur durch die Ernte. Auch bei den Bonsais? Nur die Petrified kannst du craften, mit Hilfe der Drying Racks. Ah ja doch, es kommt, stimmt, es kommt auch Dings raus. Aber noch weitere. Ah, kein Dirt mehr. So, hier kommen jetzt Clay Saplings. So, Clay haben wir auch. Ja, ich würde sagen, machen wir es. 4 Dirt. Ja, machen. Ich würde sagen, wir werfen erstmal mit der Idee mit 10 erstmal über den Haufen vorerst. Können wir später noch nachbauen. Erstmal hier 4 Dirt. Genau, ich baue die dann aber auch dann demnächst gleich rüber, ne? Haben wir noch Fackeln? Soll ich gucken? Kann aber welche craften. Dann bräuchte ich mal ein paar Fackeln. Reichen die? Hinter dir, du bist mir vorbeigesprungen. Okay. Hier. Ja, Moment, Moment. So, dann kann ich mich hier hinten gleich mal weitermachen. Kein Brennstoff mehr drin. Okay, jetzt geht die Kohle aus. Hey, da war noch mehrere Sex drin. Ah, oh, aber bleibt ja auch nicht ewig, ne? Erde geht mir auch aus, muss neue Erde machen. Dirty Dancing, Dirty Dirt. Haben wir auch. Neue Reihe, so das ist hier jetzt Clay, genau, die können wir auch ernten. Ernten wir ein bisschen Dirt und ernten wir ein bisschen Petrified. So wie gesagt, denkt daran, die Ernte ist da ein bisschen geringer. Ja, wie gesagt, aber es ist halt angenehmer. Sicher, sicher, angenehmer ist es. Du kannst halt schneller. Kommst du an das Zeug? Trotzdem. Weil die wachsen erstmal deutlich schneller. Es sei denn, du sneakst. Wieder was anderes, ne? Ja, aber wie gesagt. Ich finde die Bonsai ist dann doch wesentlich angenehmer. Die Axt geht nicht so schnell kaputt. Wie viel brennt nochmal ein Wood? Block? Ja, kannst du auch drüber gehen. Mit der Maus, Maus over. Einfach mit der Maus mal auf den Ofen gehen. Zeigt er mir nur an Burntime 300, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Items die Burntime 300. Zwei, glaube ich. Ich glaube, zwei Items. Was? Burntime 300. Ich glaube, das sind zwei Items. Was hast du denn? Was hast du denn für eine Sache? Welche Bündner meinst du denn? Wenn du Shift auf das auf dem Holzlock drauf hältst, sagt er dir die Burntime an. Was hast du, Kohle? Burntime 1600. Mit 1600 schaffst du 8. Das heißt, du schaffst mit 300, das heißt, du hast... 800 sind 4. Das heißt, du hast eine Burntime... 700 sind 7. Nee, 1600. Damit schaffst 1600 du. 1600 sind 8 Stück, sind 8 Items. So, und jetzt rechnen wir 1600 durch 8. Bist du bei 200. 200 brauchst du 200 Burntime pro Item. Das heißt, du schaffst anderthalb Items. Okay. Yep, das ist natürlich klar. Ich hätte lieber diese Mini-Charcoals. Erde, habe ich nicht Erde? Dirt Resin? Dirt Acorn habe ich nicht. Nope, wir haben keine Dirt Acorns. Fehlen.
Aber ich sehe, du erntest gerade Flatt. Ja, nee, ich fange gerade an umzubauen. So, Dirt, 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 Dirt. Was muss denn da rein? Muss da Erde rein? Yep. Ein Bonsai kommt Erde. Ist das abgebaut wieder? Okay. Ja. Dirt, ah, ich verstehe. Dirt, Dirt. Hier ist das, dann kommt hier die Reihe Petrified hin. Das ist ja auch Dirt. Ja, alles ich hab, zum. Guck ich mal, zwei kann, Stück. Alles, was Leaves ist, siehst du unten drunter. Die Leaves sind Dirt, also. Hey, gute Idee. Also Dirt Leaves. Das ist Dirt. Petrified kommt dahin. Ja, die Idee gefällt mir. Aber mach, wenn du hier diese Leaves abbaust, mach dir vorher eine Schier, eine Holzschier. So, ja, wenn du. Hast du eine Schier? Warte, ich mach mal eben eine. Was passiert, wenn ich den Byler's Wand Schere crafte? Keine Ahnung. Sie ist weggecraftet. Ja, ist wie ein ganz normaler Stick. Meiner ist auch schon weg. Dann drauf Unendlichkeit. Hast du dann auch vercraftet? Ja, pff, drauf geschissen, ey. Hier, hast du eine Schere. Ja, bau doch einfach ab, das Zeug. Ich baue mal die Pots ab. Wow, jetzt wird er fast weggeflogen. Hey, gute Idee. Ja, gefällt mir. Ups. Auch mit den Fackeln dazwischen. Ja, mehr dort erstmal würde ich sagen nicht. Wir können später noch die Plattform erweitern. Nach Süden runter. So, das hier war Petrified. Petrified, Petrified, Petrified. Genau, erkennst du ja an den Petrified Leaves. Das ist. Clay. Okay. So, Dirt Leaves, genau, zack, zack, zack. Das heißt, Dirt ist dann jetzt. Dann haben, das heißt, wir haben 3, 6, 9, dann haben wir 12 von jedem. Dirt, das heißt, stimmt, ich wollte noch Dirt herstellen, es fehlt ja immer noch an Acorn. Das heißt, wir brauchen Petrified. So, da ist schon ein Clay drin. Hast Clay du eingepflanzt? Ja, perfekt. Sehr gut. Einfach durch und genießen. Richtig, du läufst einfach nur nebenher lang und Vollgas. Hast du Acorns? Dum, 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 dum. Jawohl, wunderbar. Jetzt kann ich noch ein bisschen Erde herstellen, weil wir brauchen ja jede Menge Erde für die Bonsai-Kette. Genau, warte mal, wir haben jetzt 3, 6, 9, 12, 13 Erde haben wir. Wir brauchen 36. Das heißt 23 Erde brauchen wir noch insgesamt. Guck, was ich machen kann. Muss jetzt nicht sofort sein, aber halt. So, ich habe noch 3 Bonsai-Pitte und 5 Erdblöcke. Hä? Du hast die wieder abgerissen? Habe ich das. Okay. Habe ich mich wohl geirrt mit der. Ein Mittelweg meinst du, ne? Hä? Nee, da habe ich eigentlich. Sind die verschwunden gerade eben wieder? Ja, ich dachte, du hättest sie abgerissen. Nee, abgerissen habe ich sie nicht. Ja, gut. So, Pet. Nee, warte mal, das war Clay, das ist Petrified. So, wir sind überall Erde drin, jetzt brauchst du nur noch die Saplings rein. Nur die Saplings sind. Ich glaube, ein bisschen Klassik ernten müssen wir trotzdem noch, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ja, wie gesagt, hier kommen ja auch ein paar Saplings raus. Also, wie gesagt, ich bin jetzt die ganze Zeit am Ernten und mache das. Es kommt ja, wie gesagt, auch ein paar Saplings raus. Versuch mal erstmal weiter zu gehen. Was hältst du von einem Bone Sapling? Oder Gravel? Oder Gravel? Was soll ich zuerst machen? Bone oder Gravel? Ja. Weil du kannst mit Bone Meal nämlich auch auf die Bonsais gehen. Ja, gut, aber
Ich glaube, das lohnt nicht. Bone oder Gravel? Weil aus Gravel kriegst du ja auch Sand. Ist mir vollkommen egal. Aber dann mach ich Bone. Aber aus den Bonsais kommt doch normalerweise auch Saplinge raus, ne? Ja, aber wie gesagt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Guck mal bei JEI, ja, da steht drauf, mit welcher Wahrscheinlichkeit. 5%ige Chance. So, ein Bone Sapling mache ich. Durch. Aber wir brauchen halt auch Oak Trees. Oak Trees? Wofür brauchst du normale Oak Trees? Für Äpfel vielleicht? Genau. Schade. Ah, ich muss erst Gravel machen. Weil du brauchst Gravel in einem Kessel und dann machst du mit Wasser machst du Bone Meal draus. Das heißt, erst ein Gravel. Gravel kriege ich durch Petrified Sapling mit Gravel Acorn. Gravel Acorn kriege ich in der Zerkleinerungswanne, wenn ich Petrified zerkleinere. Ah, auch nicht schlecht. Schlecht. Okay. Bisher noch kein Sapling rausbekommen. Ah, mit dem Gravel kriegt man einen Sand Acorn. Ich kann schon mal Gravel und Sand herstellen. Fange ich mal an. Brauche ich Petrified. Ja. Oh. Ich habe keine Petrified Acorn mehr. Doch, habe ich schon gut. Dass ich... Sehr schön, da kam ein Clay Sapling raus. Das heißt, wir haben jetzt einen Clay Sapling mehr. Ich habe jetzt zwei Gravel. Möchtest du die schon mal wo anpflanzen? Sapplinge? Ah, nee. Vergiss es, ich habe mich vertan. Moment. Ich muss jetzt mal 8 herstellen. Ah. Ja, ich habe heute nicht viel geschlafen, deswegen ich bin ein kleines bisschen Luna heute. So, jetzt habe ich Gravel. Ich dachte, ich bin okay. Da, wenn ich dann nicht. Gut. Also, für ein Gravel Sapling, ich kann hier schon mal ein Gravel Sapling anfertigen. Don't see from me! Ja. So, das ist jetzt. Gravel. Das ist jetzt Gravel. So, das heißt, hier muss ich Gravel jetzt einmal so anpflanzen. Ja. Damit ich da mal. Hast du eine Schere? Eine Schere habe ich dabei, ja. Gut, dann holen wir da ein paar Leaves raus aus dem Setzling. Ja, aber nicht zu viele, sonst haben wir gleich ein Problem. Hier. Ja, wie gesagt, wenn du 2-3 Leaves rausbekommst, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, ich habe ein bisschen mehr als 2-3 gemacht. Solange hier noch genug Saplings droppen, ist es mir völlig wurscht. Ansonsten geht auch anders. Bau die Leaves und reiß sie mit der Faust ab, dann droppt's auch. So, dann kann jetzt hier Gravel hin. Eine Crook? Eine Crook. Eine Crook ist in der Kiste. Eine Crook kann man nicht craften. Warum nicht? Ja, fragt den Mod-Entwickler, fragt da Costo. Hier, oh! Bitte. Hier, bitteschön, da guck ist eine. Guck mal, was ich gefunden. Da ist eine Krug. Captain Hook. Deswegen wird bei mir Holzhaken genannt. Ah, das könnte es erklären. Okay, danke. Ich hab Flint. Ich hab Flint. Ein Gravel Sapling und ist jetzt Clay. Um im Bonsai. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich komme hier wunderbar voran. Und ich denke Bonsais mal. Bonsais helfen ungemein weiter, ne?
Ja, vor allem, wie gesagt, das geht bedeutend schneller, als wenn du die ganze Zeit hier um Holz machen willst. Travel Sapling. Hier, Genau, aus dem Gravel Sapling kriegst du auch Flint. ich bring dir meine Ladung Holz vorbei und solche Geschichten hier, zack, 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 zack. So, kannst du mal in die Kiste gucken, was das alles gebracht hat? Wow, also Holz ist schon mal keine Mangelware, das sieht gut aus. Noch ein Gravel Sapling, aber dann brauche ich erstmal noch ein. So, zwei Bonn. Brauche ich noch Erde? Ja, wie gesagt, wenn du natürlich die Möglichkeit hast, die Dinger hier herzustellen, ne? Die Pots, ne? Optimal. Auf jeden Fall. Und das wird noch lustiger und besser, wenn wir die erstmal zu Hopping-Bonsais machen können. Richtig. So, schau mal hier. Hier wächst schon der erste Gravel. Sehr schön. Ah, da haben wir. Ja, wie gesagt, ich bräuchte jetzt demnächst halt mal wieder ein paar mehr. Sagen auch verbessert. Ein paar mehr Pots, ne? Weil jetzt wird langsam, es geht langsam echt hier echt rund, ne? Ja, notfalls müssen wir eine Ebene oben drüber bauen, falls da Platzmangel, falls Platzmangel. Nee, Platzmangel nicht, aber ist halt die, also wie gesagt, also wir bekommen hier richtig schnell was raus, also von daher. So. Hier habe ich jetzt noch weitere Saplings gekriegt. Oh, noch vier weitere Saplings für Gravel. Ja, wie gesagt, Wunderbar, ob die wunderbar. Optimalfall wäre, wenn du halt jetzt mal ordentlich Pötte herstellen könntest. Ja, da bin ich dran. Da bin ich dran. Da brauche ich noch mehr Kle. Oh ja, ich habe richtig viel Clay. Ich habe Aha. fast zwei Stacks Clay. Dann müsstest du wahrscheinlich bald mal Sachen machen, wa? An hier oder sowas. Wenn man noch jetzt, ach, ist schon eine Doppeltruhe, okay. Wie viel Holz extra hast du dir denn gecraftet? Wieso? Da wusste wohl jemand nicht, dass man die Dinger reparieren kann, Nee. ne? Deswegen sage ich ja, ich hoffe mal, die kann man wieder zurückcraften, beziehungsweise Wenigstens verbrennen oder sowas. ja, genau. Du kannst ein Pixel machen. Wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal hier mehr Pötte, ne? Ja, die sind in der Mache, die sind in der Mache. Ich mach sogar noch einen Ofen. Was hältst du davon? Ja, davon hatte ich sehr viel. Mache am besten nochmal 2, 3, 4 Öfen. Ja, mach mal. Da wollte ich gerade Klee einschmeißen. Pech gehabt. Der Furnace Lab, ich glaube, den kann man hochcraften. Hochcraften zu einem normalen. Tatsache. Mit dem zweiten Furnace Lab kann ich aus dem Furnace Lab hier einen normalen Ofen machen. Ich würde sagen, den wandle ich mal um, ne? Mach das und wie gesagt, mach noch mehr, mach noch viel, viel mehr. Auch viel, viel mehr. Ja, das war, was weiß ich, 10 Öfen oder sowas haben. Lass ich erstmal ausbrennen hier. Lass ich dann hier drauf. Kommt in meine Arme. Das war Petrified. Slabs brauchen wir ja nicht mehr. Die habe ich hier umgecraftet zu normalen.
Balava könnte man vielleicht schon mal gebrauchen. Wenn ich was in Alter Schwede, Ah, Hot Boys, da haben wir doch was. Halt, obtain Cobblestone Mud. Craft a Cobblestone Mud Bucket. Form it into Horse Hog. Only similar type with Horse Hogs. Bred to get a pick. And which but Erde in der Zerkleinerungswanne. Oder in einem Kessel Erde rein, hast du 4 Einheiten matt. Okay. Warte, ups. Ist auch egal. Aber das war sowieso falsch. Moment. Brauche. Steht hier ein einsamer Erdblock neben dem Cauldron. Du hattest mir irgendwann gesagt, ich sollte hier irgendwo einen Erdblock hinsetzen, aber ich wusste nicht wohin und deswegen habe ich ihn einfach eingesetzt. Weiß es gar nicht mehr. Lange her. So, jetzt habe ich ein Matt. Kann das erstmal Wasser ausschütten. Ah, das habe ich mir gedacht. Da muss eine Flasche Wasser mehr rein. Bin aber selbst ins Kriegen. Auch nicht. Okay, dann machen wir das anders. Mauer weggeschmissen, aber egal. So. Ein Erdblock. Zack. Das scheint wohl nicht zu zählen. Okay. Falsch. Macht man bitte aus Matt. Ah, ein Eichen. Oak Sapling macht man auch zu Dirt Sapling und so. Ah, ich verstehe. Ah! Opa, aus einem. Aus Leaf kann man Grasblöcke craften. Falls du Interesse hast an Grasblöcken. Ja, definitiv, weil dann können wir nämlich Tiere züchten. Wunderbar, dann mache ich dir mal den ersten Grasblock. Weil das spreadet ja. Richtig, dann muss ich dann halt nochmal die ganze Geschichte erweitern. Dann machen wir irgendwo eine kleine Farm hin, nebenher. Wie gesagt, ich bräuchte auch noch eine ganze Ecke an Dirtblöcken jetzt. Erstmal gebe ich dir was Schönes. Hier, komm her. Ja, Moment, Moment, Moment. Mal Stückchen weiter nach rechts. Moment, 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 Moment. Sehr schön. So, wie sieht's denn aus hier mit mehr Öfen? Der Wache. Auch erstmal jede Menge. Ach, das ist Clay, ups. Petrified. Weil ohne Stein kein Ofen. Ja, dann hau mal ran hier. Dabei. Petrified. Ja, warte, ich bin noch am Ausladen. Ich bin noch am Ausladen. Jetzt, Alter, hier auch. Ich krieg auch so viele Sticks hierbei rum. Das kann auch mal alles weg. Das kann auch weg.
Sehr schön. Hast du ihn nachgefeuert, den Half-Slip? Nein. Den hab ich leer gemacht, damit ich den umcraften kann zum normalen Furnace. Ups. Ist. Der war leer, also. Ja, absichtlich, den habe ich leer gemacht. Ups. Ja, Ja. ups. Also aus jedem Erntevorgang 31 Woodlocks, ne? Mittlerweile. Ja, das mit den Leaves funktioniert nicht. Die spawnen, weil sie keinen Holzblock in der Mitte, in der Nähe haben. Wie weit, was sie spawnt? Ja, hier. Die Leaves. Wieso die spawnen die? Ja, weil die brauchen einen. Die müssten unten drunter, müssten die einen Woodlock haben. Damit sie halt nicht die spawnen. Okay, oder auf Erde, weil ich Nee, habe auf mein nein. Ei hat gesehen, das Ding gespawnt. Ja, pass auf. Kannst jetzt. Weißt du was? Reiß Nee, die, pass reiß das auf. Holz ab Nein, pass und auf block's hier. runter. Genau, zack. Pum, jetzt ist ein Lock in der Nähe. Brauchst du nicht. Jetzt So, ist es okay. einer, in der Nähe, das reicht vollkommen aus. Das sieht aber scheiße aus. Wäre mir lieber, wenn es, sagen wir mal, schon dekorationstechnisch drunter sauber wäre. Ja, Fällt mir nicht. kommt noch, kommt noch. Sieht scheiße aus. Komm, sieht scheiße aus. Und der muss gedreht werden. Kann man eine Wrench oder was machen? Eine wenigstens eine billigere Wrench. Eine Wooden Wrench von Cyclic. Also Fakt ist, ich brauche definitiv mehr von diesen, von Erde, massenhaft Erde, 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 Erde und. Mal ganz kurz eine billige Wrench. Wie kann man denn Dirt noch herstellen? Presse, Chiseln, Packager, Sludge Refiner, okay. Brauche ich noch einen Cobblestone, das reicht nicht. Hey, habe ich nicht gerade was Geiles gesehen? Jawoll, Mystical Agriculture gibt es hier. Irgendwann auf Mystical Agriculture kommen. Dann können wir die Sachen anders züchten. Die Grasblöcke hast du, ne? Ich glaube, die habe ich in die Kiste geschmissen. Ja, ich dachte, du wolltest schon mal anbauen. Nee, ich muss ja erstmal Platz schaffen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Dirtblöcke. Jawohl, 27 Dirt. Und ich habe 10 weitere Dingens. Okay, gut. Was ich trotzdem nicht ganz verstehe, dass dieses Despawn der Leaves. Auf meiner eigenen Welt habe ich auf Erdblöcken aufgesetzt, als Hecken. Ist auch stehen geblieben. Okay. Deswegen, es verwirrt mich das ein bisschen. So, hier in die Kiste, wo bist du denn? Guck mal, in die Kiste hier vorne. Ja. Leaves und Saplings. Und in die Kiste hier vorne packe ich dir alle Ahorns und alle Resins rein. Oh, sehr gut. Das ist doch mal Ordnung. Das war, ja, weil ich mag das halt überhaupt nicht, wenn das so alles so. Und da kommt halt alles Holz, Kohle und solche Geschichten. Das reicht nicht, was ich mache. Opa, wir müssen aufhören. Wir sind schon weit drüber. Wir sind gleich in der 35. Minute. Oh, schon wieder. Das ist Leider immer ja. die Katastrophe, das ist halt einfach. Na, egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, liebe Zuschauer. Bis dahin. Ciao, ciao.